Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder sehr, 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 die liebe Dr. Karin Bender-Gonz an meiner Seite zu haben. Hallo liebe Karin. Hallo liebe Silke, ich freue mich riesig auf unseren Austausch heute. Wir haben uns ja schon im Vorfeld sehr intensiv ausgetauscht. Immer wieder eine Freude, sich mit dir ganzheitlich über verschiedene Themen auszutauschen. Es gibt schon einige Videos hier auf meinem Kanal mit dir. Wir haben zum Beispiel, ich glaube vor 2 Jahren, über den chemiefreien Haushalt gesprochen. Das Video werde ich auch mal oben verlinken. Sehr interessante Themen. Dann haben wir auch nochmal über dein eines Buch, das habe ich auch hier liegen, ganzheitlich gesunde Zähne. Da haben wir auch ein Video dazu gemacht. Das werde ich auch im Laufe des Interviews hier verlinken. Und heute ist es wieder ein Zahnthema. Ne? Karin, was ich an dir so schätze, dass du so eine holistische Betrachtungsweise hast, was die Zähne angeht. Und hast ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Du hast ja auch selber einen YouTube-Kanal, Folge dir selbst. Ne? Kann ich auch nochmal im Laufe des Interviews verlinken. Und das finde ich immer so schön, diese ganzheitliche Betrachtungsweise, dass du dich nicht nur auf die Zähne, auf das Materielle konzentrierst, sondern auch schaust, was steckt dahinter, auf seelischer und geistiger Ebene. Und ich finde, in der heutigen Zeit sollten wir viel mehr dahin kommen, generell im medizinischen Bereich, eigentlich in allen Themen, diese ganzheitliche Betrachtungsweise, weil es auch zu mehr Heilung führt. Mehr Bewusstsein und mehr Heilung. Heute gibt es ein Thema, da freue ich mich, dass du mir da als Expertin zur Seite stehen kannst oder mal deine Erfahrung damit uns erklären kannst. Und zwar, viele, die meinen Kanal verfolgen, wissen ja, dass bei mir so die Rohkosternährung einen hohen Stellenwert hat, Rohkosternährung. Und da fällt mir immer wieder auf, die meisten Menschen, ich habe ja auch mit vielen Menschen, seitdem ich online aktiv bin, haben mir geschrieben, auch von ihren Problemen, die sie haben. Und was mir immer wieder auffällt, dass Menschen, die sich rohköstlich ernähren, irgendwann an den Punkt kommen, wo sie auf einmal Zahnprobleme bekommen. Ne? Mhm. Und das ist jetzt so, da habe ich mich mit dir auch schon ausgetauscht und habe gesagt, da mache ich mal mit dir ein Video, weil ich gerne nochmal für meine Zuschauer so eine Expertenmeinung haben möchte, weil du auch selber die Erfahrung gemacht hast, du hast ja auch dich rohköstlich mal ernährt, ne? Für eine Weile. Und da würde ich dich jetzt mal gern bitten, was das Problem denn ist, wenn die Menschen auf Rohkost umsteigen. Und es ist ja auch so, die meisten, wenn sie auf Rohkost umstellen, die essen dann so viel Früchte oder Trockenfrüchte, weil es schmeckt am besten, ist schön süß und es sättigt gut. Und aber da kommen dann bestimmte Probleme und da möchte ich gerne gleich mal an dich weitergeben, dass du nochmal so von deiner Sichtweise darauf berichtest und auch vielleicht von deiner eigenen Erfahrung damit. Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz schön beschrieben, dass ich das immer von einem holistischen Standpunkt betrachte. Und insofern ist meine Antwort eben eine vielfältige Perspektive auf das Thema. Also man kann natürlich in erster Linie, und ich glaube, das ist dein Anliegen heute, eher auf der materiellen, auf der körperlichen Ebene erklären, was da passiert. Da gibt es einige Erklärungen dazu. Aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es eben daneben auch noch die seelisch-geistigen Erklärungsmodelle gibt. Und darüber geht es ja in meinem aktuellen Buch, was du eben kurz erwähnt hast, die Sprache der Zähne. Da geht es da mehr in diese Thematik mit rein. Aber ich möchte es gerne gleich zu Anfang erwähnen, dass wir eben nicht, wie es so oft ist, wenn wir über medizinische oder körperliche Probleme sprechen, dass wir tatsächlich uns nur auf der körperlichen Ebene mit den Ursachen beschäftigen. Die sind wichtig, die zu kennen und auch dann eben, wenn man sie kennt, dann bewusst zu entscheiden, ob man was verändert oder nicht. Also es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt hier was erklären oder wenn ich was erzähle, dass jeder das verändern muss. Jeder kann entscheiden, ob er das als Inspiration annehmen kann oder eben auch nicht. Aber es gibt eben Beobachtungen, die ich auch bei meinen Klienten, die ich, also Patienten in der Praxis, aber ich habe seit 2014 aufgehört, in der Praxis zu arbeiten und habe dann einfach in der beratenden Funktion weitergemacht und habe da eben, weil ich selber eben vegan und rohköstlich wurde, in einer gewissen Phase meines Lebens auch viel Kontakt zu Rohköstlern gehabt und durfte auch da viele Erfahrungen sammeln, die kamen in die Beratungen und da habe ich viele Dinge gesehen, die ich auch an mir selber beobachten konnte in der Zeit, in der ich 100% rohköstlich war. Also ich war ein Jahr 100% rohköstlich. Habe mit Saftfasten eben begonnen, um meinen Körper einfach zu reinigen und zu entgiften und zu nähren. Und körperlich ging es mir sehr gut, muss ich sagen, während der Rohkostzeit. Und ich führe auch immer wieder rohköstliche Phasen zwischendurch durch, also weil ich merke, das tut mir gut einfach.
Aber meine Zähne haben relativ schnell reagiert, weil ich, als ich anfing, also zuerst habe ich Saftfasten gemacht und dann habe ich auch die Gourmet-Rohkost entdeckt und solche Sachen, die kennen wir ja alle. Und bin nach Thailand geflogen, habe das genossen, dort die tollen Früchte auch in rohen Mengen eben sozusagen, in rauen Mengen in mich hineinzustopfen. Und habe dann gemerkt, was mit meinen Zähnen passiert ist. Und das fing eben an, dass die Zahnhälse extrem empfindlich wurden. Also das Einatmen, kalte Luft, kalte Getränke waren relativ schnell sehr unangenehm. Und genau das habe ich eben bei vielen Leuten auch reflektiert bekommen. Also die haben auch gesagt, ja, das passiert bei mir auch bis hin zu enormer Zahnhalskaries. Also es gab dann eben die Extremfälle, die sogar innerhalb relativ kurzer Zeit einen massiven Zuwachs von Zahnhalskaries bekamen. Und zwar Zahnhalskaries ist eben am Übergang zum Zahnfleisch gelegen. Und da ist praktisch die Schicht zum Zahnnerv nicht so lang, wie wenn die Karies an der Zahnkrone entsteht. Das heißt, wenn man Zahnhalskaries bekommt, ist auch sehr schnell der Nerv in Mitleidenschaft gezogen. Und manche brauchen dann auch relativ schnell eine Wurzelbehandlung. Oder Zähne sind abgestorben und dann haben sich eben auch Klienten entschieden, Zähne extrahieren zu lassen. Also das kann bis dahin gehen. Es muss nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das hier nochmal thematisieren, weil eben aus holistischer Sicht eben Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten. Ja? Also wenn etwas auf körperlicher Ebene entsteht, meine heutige Perspektive ist die, dass es nur entstehen kann auf der Basis einer geistig-seelischen Blockade. Also ein Energiemangel auf der Ebene bereitet sozusagen die materielle Ebene vor, wo dann das Symptom sichtbar werden kann oder entstehen kann. Das bedeutet, man muss die Ernährung natürlich ins Auge fassen, aber gleichzeitig auch schauen, was sagt mir denn dieses Symptom? Was liegt denn da drunter als Nachricht für mich und was darf ich auch gleichzeitig heilen, damit, wenn ich die körperliche Ebene verändere, ich tatsächlich relativ schnell eine Heilung herstellen kann. Und Heilung heißt aber nicht immer im Zahnbereich. Wenn Material kaputt gegangen ist, zerstört worden ist, heißt Heilung nicht unbedingt, es wird wieder alles zurückgezaubert. Ja? Bis zu einem gewissen Maß kann man das machen. Remineralisation geht bis zu einem gewissen Maß, aber nicht, wenn richtig viel Struktur weg ist. Was aber passiert, oder was ich mit Heilung eben meine, ist, dass das Symptom aufhört. Also, dass es Ruhe gibt. Dass es nicht, je nachdem, wenn es repariert werden muss, aber auch wenn es nicht repariert werden muss und einfach nur zum Stillstand kommt, damit leben auch viele Menschen gut, dass es einfach nicht sich wiederholt. Und wir kennen in der Zahnarztpraxis, jeder Zahnarzt kennt es, dass er Patienten behandelt, die kriegen Füllungen oder Kronen, Wurzelbehandlungen, was auch immer. Und dann ist erstmal für eine kurze Zeit Ruhe, für ein paar Jahre ist Ruhe und dann kommt der Patient wieder und hat entweder Sekundärkaries oder es geht tiefer, unter der Füllung ist es weitergegangen. Und da kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt ein Fehler des Zahnarztes ist, aber in vielen Fällen ist es einfach auch der energetische Zusammenhang, dass die Ursache, die darunter liegt, nicht beleuchtet wurde. So, jetzt wollen wir aber mal näher auf diese Thematik Ernährung eingehen, weil ich glaube, das liegt dir heute am Herzen. Also, man muss natürlich auch unterscheiden bei Rohkosternährung. Es gibt verschiedene Arten der Rohkosternährung. Du weißt es am besten oder wahrscheinlich viel besser als ich. Was für mich ein großes, wo ich ein großes Thema sehe für Zahnhalsprobleme, ist die fruchtlastige Rohkosternährung. Also, ich kann mich erinnern zu meiner Zeit, als ich anfing mit der Rohkosternährung, da war eine Instagrammerin und YouTuberin ganz in aller Munde, wie hieß sie noch, die hat nur Bananen, Freely, glaube ich, hieß sie. Ja. Genau, die hat nur Bananen gegessen. Mhm. Okay. Und da habe ich schon gedacht, so wow, mal gucken, was daraus wird. Oder ich habe
dann nicht mal viel davon gehört. Also ich weiß nicht, was aus ihren Zähnen geworden ist, aber ich habe halt viele Menschen kennengelernt, die eben das nachgemacht haben. Ich kannte auch einige Menschen, die nur Bananen und Datteln gegessen haben, weil Datteln natürlich an und für sich ein gutes Nahrungsmittel sind, ja, enthalten viele Spurenelemente, Mineralien auch. Ich bin in Ägypten geboren und aufgewachsen. Ich liebe Datteln, aber ich liebe die Datteln vom Baum, also die frischen, knackigen Datteln. Ich mag nicht so sehr die getrockneten, weil die eben auch wiederum einen extrem hohen Zuckeranteil haben. Also alle Trockenfrüchte haben ja konzentriert Zucker. Und was man auch direkt schon zu Anfang sagen kann, ist, wenn wir Trockenfrüchte essen, sind wir sehr schnell geneigt dazu, mehr Frucht zu essen, als wir es machen würden, wenn die Frucht noch wasserhaltig wäre, also wenn sie frisch ist. Das heißt, wir nehmen unbemerkt oder auch teilweise unbewusst so viel Früchte zu uns, wie es eigentlich niemand machen würde, wenn er die Früchte so essen würde. Oder gehen wir weiter, wie es vielleicht artgerecht ist. Also ich bin ein Freund der artgerechten Lebenshaltung, nicht nur von Tieren, sondern auch von Menschen. Kein Mensch denkt darüber nach, was ist denn eigentlich ursprünglich für uns gut gewesen oder wie haben wir uns ursprünglich mal ernährt. Und das war natürlich auch abhängig von Kontinent zu Kontinent, was es dort lokal gab. Also man kann nicht sagen, die Urnahrung ist das und das und das, sondern die war immer abhängig auch davon, wo der Mensch lebte. Aber es gibt da so einen Konsens in der Urnahrung. Also Dr. Weston Price hat da ja viel geforscht. Und der Konsens ist eben, dass Früchte nicht unbedingt zur Tagesordnung zählten. Und wenn Früchte, waren es meistens Früchte mit einem relativ niedrigen Zuckergehalt. Also in unseren Breitengraden waren es die Wildbeeren. Mhm. Ja? Und du magst Wildbeeren, ich mag sie auch. Wir können aber nicht sagen, dass die unbedingt sehr süß schmecken. Ja? Und viele Menschen, die an das Süß gewohnt sind in unserer industriellen Ernährung, aber auch natürlich in dieser fruchtlastigen Rohkosternährung, die brauchen dieses Süße, dieses Intensive, ne? Reife Mangos, reife Bananen, also die sind einfach so zuckerhaltig, dass es aus meiner heutigen Perspektive, und ich habe viel recherchiert für meine Bücher auch, ist es nicht artgerecht, so viel Zucker zu uns zu nehmen. Und wir sehen es ja auch in der Medizin, dass viele Zivilisationserkrankungen auf dem erhöhten Konsum von Kohlenhydraten und Zucker basiert. Also unsere Ernährungspyramide ist aus meiner Perspektive nicht in Ordnung. Also die Basis darf nicht Kohlenhydrat sein. Aus meiner Perspektive schreiben inzwischen auch einige Wissenschaftler darüber, dass sie eigentlich umgekehrt werden müsste. Aber aus meiner Perspektive sind viele Zivilisationserkrankungen daraus entstanden, dass wir eben die Basis aus Getreide, Brot, also ne, was essen wir? Wir essen Pasta, Kartoffeln, Brot. Das ist so die Grundlage unserer deutschen Ernährung. Ich glaube, wir müssen ganz kurz stoppen. Ja, also es gibt inzwischen ja auch einige Wissenschaftler, die sagen, die Ernährungspyramide müsste eigentlich auf den Kopf gestellt werden. Also es gibt einen ganz tollen zahnärztlichen Kollegen in Australien, der heißt Dr. Stephen Lin. Der hat sich mal die Mühe gemacht und hat mal die Ernährungspyramide so hingestellt, wie sie auch aus meiner Sicht stehen sollte. Also wer da nochmal recherchieren möchte, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Was sind da die Basislebensmittel? Was wäre das? Also es ist Gemüse, also vor allem grünes Gemüse, und er hat es noch aufgeteilt, also nicht nur für Veganer, sondern eben auch für Menschen, die alles essen. Warte, ich hole sie mal, bevor ich jetzt was Falsches sage. Das ist das Buch übrigens. So auf die Schnelle finde ich es jetzt wieder nicht. Da ist er. Also Gemüse, Hülsenfrüchte, präbiotische Lebensmittel, Kräuter. Dann kommen fermentierte Lebensmittel, Fleisch, Fisch, Eier oder Milchprodukte. Dann kommen Nüsse und Samen und Gewürze, Fette und Öle,
aber immer aus hoher Qualität, ja. Und als letztes kommt Obst und Getreide. Was ja heute für die meisten die Hauptlebensmittel sind, ne? Ja, sieht man es. Gerade Getreide. Also die meisten Menschen können sich auch gar nicht mehr vorstellen, ohne Getreide zu leben, ne? Also wenn ich sage, ich esse schon seit Jahren kein Getreide mehr, höchstens mal in gekeimter Form, aber am liebsten in Grasform, das können sich die meisten gar nicht mehr vorstellen. Und was hier eben auch ist, das Obst steht eben mit dem Getreide hier oben. Also das sind halt die Erfahrungen, die ich auch sammeln durfte, eben mit an meinem eigenen Körper, aber auch bei anderen Menschen, die ich betreuen durfte. Und daraus ist bei mir ein neuer Weg entstanden. Also ich habe mich dann mehr fokussiert auf Wildkräuter. Also darüber habe ich dich ja dann auch gefunden auf YouTube, weil ich mich dann eben wirklich mit Wildkräutern intensiv auseinandergesetzt habe. Und auch grünes Gemüse. Also das war dann etwas, was ich, was mir gut tat. Und dann ist auch relativ schnell meine Empfindlichkeit an den Zahnhälsen weggegangen. Und das ist auch völlig leicht zu erklären. Also Zucker wird von unseren Bakterien in der Mundhöhle zu Säure umgewandelt. Und ich kriege immer wieder Zuschriften, nein, und der Zucker wird erst gespalten im Dünndarm. Die Bakterien, die Karies verursachen, die haben einen eigenen Stoffwechsel und die spalten den Zucker schon direkt in der Mundhöhle zu Säure. Und diese Säure ist auch genau die Ursache von Karies, also von Entmineralisierung. Also es wird an der Oberfläche, werden Mineralien aus dem Zahn rausgelöst. Und je nachdem, wo das stattfindet, ob an der Zahnkrone oder am Zahnhals, entsteht dann eine Zahnempfindlichkeit. Also am Zahnhals ist die Zahnempfindlichkeit das Erste, was man merkt. Also da ist die Nervennähe einfach so stark gegeben. Und eigentlich ist unser Speichel in der Lage, Entmineralisierungen zu remineralisieren. Mhm. Eigentlich haben wir dieses Programm in uns. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns zuckerlastig ernähren oder kohlenhydratlastig ernähren, also Kohlenhydrate werden auch von den Bakterien gespalten, dann verändert sich der pH-Wert des Speichels. Und der pH-Wert des Speichels ist so wichtig und darüber wird so wenig gesprochen. Also nicht nur das Mundmikrobiom ist wichtig, was übrigens auch mit dem Darmmikrobiom in Zusammenhang steht, sondern der pH-Wert. Wenn wir den pH-Wert nicht in seinem optimalen Bereich halten, und der liegt bei 7 bis 7,4, deshalb entwickle ich auch basische Zahnpflegeprodukte, ja, wenn wir das nicht machen und wenn unser Speichel kontinuierlich saurer wird, und das wird er durch die industrielle Ernährung, aber auch durch zuckerhaltige Nahrungsmittel, dann funktioniert dieses Programm einfach nicht. Also die Remineralisation, die schalten wir aus, als würden wir einen Schalter umlegen. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, unter Einbeziehung natürlich der geistig-seelischen Blockaden, die dann gegeben sein müssen, bis ja, der Zahn dann entweder kariös wird oder eben der Nerv irritiert wird, weil die Substanz einfach abgetragen wird am Zahnhals. Ne? Also, und insofern ist das Ziel, also grünes Gemüse oder Wildkräuter machen den Speichel eben basisch, das ist eben das Geheimnis dieser Art der Rohkost dann auch wieder, dass wir darüber, und zwar relativ schnell, auch wenn wir einfach nur auf den Blättern rumkauen, wird der pH-Wert schon basisch. Und das könnte man zum Beispiel all jenen raten, die sagen, ja, ich möchte aber trotzdem bei der Zucker- oder fruchtlastigen Rohkost bleiben, dass sie zumindest etwas tun, das dann im Anschluss an das Konsumieren dieser zuckerhaltigen Lebensmittel den Speichel-pH-Wert wieder basisch macht. Also entweder auf einem Plattlöwenzahn rumkauen oder eben basische Zahnpulver verwenden, damit eben ne, einfach das Milieu einfach wieder sofort ab, also oder der pH-Wert gepuffert wird, damit nichts Dramatisches passiert. Ja. Also du würdest jetzt generell empfehlen, Rohköstlern, dass die einfach mal ihren Früchtekonsum überdenken. Und was ja auch so ein Thema ist, ne? Wir haben ja heutzutage kaum noch wirklich richtig reife Früchte.
Viele Früchte, gerade die aus Italien, Spanien kommen, die werden zu früh geerntet, werden dann sonst wo noch gelagert. Das sind ja auch keine hochwertigen Früchte mehr. Und ich sehe auch oft in Rohkostkreisen, dass einfach zu viel Früchte konsumiert wird, auch konventionelle Früchte, dass man gar nicht mehr darauf achtet, wie werden die sozusagen kultiviert, wann werden die geerntet. Und viele Früchte, die haben noch zu viel Säuren, das kommt ja auch noch dazu, was die Zähne angreifen kann. Entweder sind sie zu überzüchtet, wie zum Beispiel Bananen auch, die ja sehr süß sind. Und ja, das empfehle ich dann auch immer, weil wie du schon gesagt hast, grün, entweder grüne Säfte oder auf Wildkräutern herumzukauen und einfach auch mal den Früchtekonsum zu überdenken, weil da kommt jetzt noch ein anderes Thema ins Spiel, nämlich das emotionale Essen. Das könnte man ja auch nochmal betrachten. Auch Rohköstler essen, sage ich aus eigener Erfahrung, aus emotionalen Gründen. Und da wird auch, na, Früchte sind so schön süß und dann kann man schön Früchte und viele Früchte essen. Aber wenn man sich mal betrachtet, dass viele Menschen aus emotionalen Gründen essen, ne, wenn man sich der Thematik mal widmet und sich den Themen anschaut, warum man jetzt isst, obwohl man gar keinen Hunger hat, dann kann man das nämlich auflösen. Und dann merkt man erstmal, wie wenig Nahrung man braucht. Ne, ich esse ja auch seit 2 Jahren fast nur eine Mahlzeit am Tag. Die besteht meistens aus einer Obstsorte und dann Gemüse, Sprossen, Grün. So, ne? Also das ist, man merkt, man muss das halt, wie du auch immer sagst, ganzheitlich betrachten. Das ist eine unglaubliche Bandbreite, was man da sich anschauen kann, ne? Und wie man da wieder. Entschuldigung. Das Interessante ist, was ich vorhin sagte, diese geistig-seelische Ebene. Und das, was ist denn die seelische Ebene? Oder was ist die Sprache der Seele? Das sind unsere Emotionen. Das heißt, wenn ich merke, ich brauche gerade so viele reife Früchte und das nährt mich gerade und also ich sage auch nicht, das darf man gar nie machen. Man darf das auch mal machen, aber dann eben bewusst hinschauen, warum habe ich denn jetzt im Moment dieses Bedürfnis so nach diesem vielen Süß? Was macht es mit mir? Was nährt es in mir? Welche Emotionen nährt es in mir? Und dann kommt man auch schon ein Stückchen in die Ebene, was ich als Sprache der Zähne bezeichne, wo wir dann sehen, okay, was liegt da drunter? Welche Emotion liegt da unter diesem Bedürfnis, jetzt sich eben mit reifen Mangos zu verwöhnen oder reife Papayas oder Jackfruit oder es gibt ja so tolle Sachen da draußen. Und es ist mir wichtig, dass es nicht so ankommt, als würde ich sagen, Obst ist schlecht, aber Obst in der richtigen Dosierung, ja, ist wundervoll. Und was wir eben auch angucken müssen, und das hast du eben kurz erwähnt, ist, dass unsere kultivierten Obstsorten so gezüchtet wurden, dass mehr Zucker enthalten ist, mehr Fruchtzucker. Also ich weiß es von den Äpfeln, dass die bis zu 30% mehr Fructose enthalten, die heutigen Äpfel, im Vergleich zu den Ursorten. Und das ist auch sowas. Ich empfehle gerne, wenn ihr eben neben Beerenfrüchten noch andere Obstsorten genießen wollt, dann schaut mal, dass ihr einen Bauern findet, der noch die Ursorten anbaut. Ja. Und die schmecken auch schon anders. Also die schmecken eher so, ich erinnere mich an meine Kindheit, also ich hatte meinen Schulweg immer durch ein riesen Obstanbaufeld. Also da gab es ganz viele Bäume und da gab es Pflaumenbäume und es gab Äpfel, Kirschen und je nachdem, was gerade wuchs, lief ich dann schon immer und habe geerntet und als ich nach Hause kam, hatte ich keinen Hunger mehr. Meine Mutter immer geschimpft. Aber die Obstsorten schmeckten noch anders damals. Also ich weiß, dass die Äpfel viel saurer waren als heute und viel knackiger irgendwie. Und jetzt sind sie teilweise so mehlig und auch manchmal auch völlig geschmacklos. Ja, also das ist einfach nur noch Zucker und mehr nicht. Und da mal genau hinzugucken und sich bewusst eben zu entscheiden, wenn ich Obst esse, dann möchte ich eine gute Qualität und ich möchte eine Ursorte und etwas, was meinem Körper dient und nicht nur Zucker liefert. Also das eben auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Du weißt ja auch, so schleimfreie Heilkosten, An und Ehre, das ist ja auch ein bisschen so mein Thema. Ne? Und ja. Da fällt aber auch auf, dass Menschen, die das praktizieren, dass die auch zu sehr in die Fruchtschiene reingehen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, da mal aufmerksam zu machen, das Grün nicht zu vergessen und auf die Fruchtqualität zu achten. Weil wirklich viele Menschen, oder es gibt auch den Dr. Morse, der arbeitet auch mit Früchten und Kräutern. Und da kommen auch so viele aus der Richtung, die sich na, Zahnprobleme haben, Gelenkprobleme. Da denken immer alle, die Früchte sind schuld oder
oder sage ich mal, die Ernährungsweise, die Rohkost ist schuld, aber es ist einfach dieser unbewusste Umgang damit. Wie du schon sagst, Obst an sich ist nicht schlecht, aber es kommt auf die Dosierung an und auf die Qualität. Ne? Und der Arnold Ehre, der hat ja vor 100 Jahren seine Schleimfachheilkost praktiziert und da, der hat ja manchmal auch noch tagelang nur Trauben gegessen oder Äpfel oder wenn der war ja auch, in, ich glaube, in Nordafrika unterwegs oder Kroatien, hat dort Feigen oder irgendwas es da so gab, aber das war noch eine ganz andere Qualität. Ne? Und der Mensch war auch gar nicht, vor 100 Jahren waren die Menschen noch gar nicht so belastet wie heute. Nicht nur so von den Umweltgiften, über die Ernährung, sondern auch mit seelischen Themen. Wenn man mal überlegt, was zwischen An- und Erdzeiten, so um 1910, was dazwischen hatten wir ja zwei große Weltkriege, ne? Das ist ja auch noch so mit verankert. Ist ja auch so in dieser Energie energetisch, ne? Was noch nicht wirklich richtig aufgearbeitet wurde. Und wir haben heute ganz andere Belastungen. Ja? Deswegen können wir nicht einfach so in eine Früchtekost reinspringen. Die Früchte sind auch nicht mehr das gleiche wie zu An- und Ehrezeiten. Deswegen sage ich auch immer, guckt auf die Qualität der Früchte, integriert grün. Und deswegen sage ich auch immer, am besten Säfte ohne Obst. Ich weiß nicht, ob du auch eher pure grüne Säfte trinkst mit Gemüse oder ob du manchmal Obst. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich Säfte presst, grüne Säfte ohne Obst, dann kann man das auch mal als Basenbad verwenden für die Zähne. Das finde ich immer sehr praktisch. Gerade weil du auch den Nährwert angesprochen hast. Genau, das mache ich mit dem grünen Grassaft, mit dem Alkalisierer von Lebenskraft pur. Das empfehle ich auch als Mundspüllösung. Also da habe ich kürzlich sogar auf Instagram wieder einen Post abgesetzt, weil das wirklich, also ich erlebe das bei Menschen, die das dann eben als Kur mal anwenden, als Mundspülung, relativ schnell gehen diese Empfindlichkeiten dann auch weg. Das ist ganz interessant. Also man kann mit der pH-Wertsteuerung sozusagen ganz viel schon erreichen und zum Stillstand bringen. Ja, aber was eben ganz interessant ist und was man eben nicht abkoppeln kann, also das ist eben meine heutige Sichtweise, ist eben diese darunterliegende Ebene. Und eben hast du schon gesagt, das, was wir erlebt haben, die zwei Weltkriege und das sind Themen, die in unseren Zähnen, in der Struktur der Zähne gespeichert werden. Also darüber geht das dritte Buch, Sprache der Zähne, darüber machen wir, glaube ich, auch noch ein Interview. Ne? Und das Interessante ist, ich sehe das, also ich analysiere ja Zähne und ich sehe, wo diese Blockaden eben aus dem Familienfeld auch noch ganz stark sind. Also das kann man wirklich ablesen. Und es sind oftmals nicht nur eigene Themen, also der Zahnhals steht zum Beispiel für Kommunikation, wenn du Zahnhaltsprobleme bekommst, ist häufig auch ein Kommunikationsthema darunter oder aktuell gerade, dass man eben sich nicht ausdrücken kann, dass man seine eigene Wahrheit nicht sprechen kann, warum auch immer, weil bestimmte Dinge im Außen einen vielleicht da behindern oder man in einer toxischen Umgebung lebt und da nicht sprechen kann, wie man eigentlich gerne würde oder auch seine eigenen Grenzen nicht zieht. Aber auch das Thema Selbstwert ist da eben auch mit drin und das sind alles Themen, die natürlich auch durch unser Anfeld oder das, was eben unsere Vorfahren erlebt haben, mit blockiert sein kann. Und wenn man das versteht und wenn man da erkennt, okay, hinter jedem Symptom ist eine Nachricht für mich und ich balanciere das aus, also ich balanciere nicht nur den pH-Wert aus, sondern ich balanciere das auch aus und wir wissen ja auch, dass Stress übersäuert, also und wenn da ständig etwas ist, wenn ich nicht kommunizieren kann, wie ich will, mache ich innerlich auch immer Stress. Also ich mache mir selber Stress, ne, im übertragenen Sinne. Und Stress schaltet auch wie das Regenerationsprogramm aus in unserem Körper. Also, also der Körper regeneriert im parasympathischen Modus und nicht im sympathischen Modus. Also im Stressmodus sind die Muskeln aktiviert, dass wir wegrennen können und gut durchblutet, aber die Regeneration bleibt liegen. Das heißt, auch solche Themen muss man immer mit einbeziehen. Habe ich momentan besonders viel Stress, dass das jetzt hier losgeht? Und wenn ich viel Stress habe, wie kompensiere ich den Stress? Kompensiere ich den gerade mit süßen Früchten, weil ich mir was Gutes tun will? Also da siehst du schon, das ist wirklich, man kann es nicht wirklich isoliert betrachten. Man muss es als großes Ganzes immer wieder anschauen und individuell vor allem. Also man kann nicht sagen, die Ernährung ist für alle schlecht, sondern man muss immer individuell schauen. Finde ich total gut. Das sehe ich genauso. Also ich würde auch nicht sagen, die Rohkost, die ich praktiziere, ist jetzt für alle der richtige Weg. Also ich bin da weit davon entfernt. Ich berichte hier einfach nur von meinen Erfahrungen. Aber was ich nochmal kurz sagen wollte, du hast ja gesagt, die Informationen sind in den Zähnen gespeichert. Und du hast in deinem Buch
die Sprache der Zähne ja auch kurz Bruce Lipton, glaube ich, erwähnt. Da hast du irgendein Buch. Und der hat ja auch mal, ich habe mal ein Hörbuch von ihm gehört oder ein Buch als Hörbuch, der hat ja auch von Epigenetik gesprochen, ne? Dass als über Generationen gewisse Traumata weitergegeben werden. Auch Dr. Dietrich Klinghardt, über den hatten wir uns ja jetzt auch im Vorfeld schon unterhalten, den mögen wir ja beide sehr gern. Der hat einen ganz tollen Vortrag, vielleicht verlinke ich den, wenn ich den finde, hat er auch über Epigenetik gesprochen. Das ist ein hochspannendes Thema. Das ist vielen noch gar nicht so bewusst, dass eben Traumata auch weitervererbt können. Nicht nur blaue Augen, dunkle Haare, sondern eben auch noch ganz andere Themen, eben auf einer anderen Ebene. Also es ist wirklich spannend, weil, also ich, wie gesagt, ich arbeite, also ich nenne dieses Analyseverfahren Sprache der Zähne. Das ist ein regelrechtes Analyseverfahren, was ich eben auch in dem Buch beschreibe. Aber nach diesem Verfahren analysiere ich eben schon seit Jahren Klienten, die kommen und sagen, Mensch, ich will wissen, was steckt denn eigentlich jetzt hinter meinem Symptom oder was bedeutet es, dass ich da immer wieder Probleme habe, und jetzt haben schon so viele Ärzte sich darum gekümmert oder Zahnärzte, und es kommt immer wieder. Also bei mir landen die Leute, die frustriert sind und die sagen, Mensch, ich habe jetzt alles durch, ich habe alles gemacht und warum wird es nicht besser? Und dann schaue ich mir im Grunde nur ihre Zähne an. Also noch nicht mal in live, sondern nur auf einem Röntgenbild und auf Fotos. Und mittels dieses Analyseverfahrens kann ich wirklich Punktlandungen, leisten, dass die in der Beratung dann da sitzen und sagen, woher weißt du das? Ich habe dir überhaupt nichts über mich und meine Familie erzählt. Woher weißt du das? Und dann sag ich immer, ich weiß das nicht, sondern das ist in deinen Zähnen gespeichert. Ich habe das nur da abgelesen. Du beherrschst also die Sprache der Zähne. Beherrschst du. Ja, und das können wir aber alle. Und wir haben es alle mal beherrscht. Also das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, sondern das ist eigentlich zurück, also zum artgerechten Leben. Also, denn das hat ja auch der Weston Price rausgefunden. Der hat bei Urvölkern geforscht und hat wirklich auf der ganzen Welt verschiedenste Urvölker besucht und hat auch eben rausgefunden, dass die Ernährung unterschiedlich sein kann. Aber dass es da eben diesen gemeinsamen Nenner gibt von bestimmten Nährstoffen, die immer da sein müssen und Inhalten sozusagen. Aber was, und die hatten weder Karies noch Parodontitis noch Zahnfehlstellungen noch Kieferfehlstellungen. Die hatten auch kein Diabetes und diese ganzen Erkrankungen, die wir heute kennen, die gab es da nicht. Und ich hatte mal einen Vortrag gehalten und da waren eben auch Zahnärzte dabei und da hat dann einer gesagt, ja, er kennt die Studien von Weston Price, aber die würden ja nur eindeutig belegen, dass die Menschen durch die Ernährung ihre Zahnprobleme in den Griff bekommen hätten. Und ich sage, ja, das ist ein großer Bereich seiner Untersuchung, aber diese Menschen haben noch artgerecht gelebt. Die waren noch verbunden mit ihrer Tradition, mit ihrer Kultur, mit ihrer, also auch Anbindung, wo auch immer hin, ja, also das kann man Gott nennen oder Universum oder was auch immer, ja. Die waren mit den Sternen verbunden, mit dem Kosmos. Die haben Weisheiten empfangen, die wir nicht mehr wahrnehmen, weil wir so im Stress oder im Hamsterrad sind, dass wir uns dem Ganzen verschließen. Und die hatten vielleicht auch, sagen wir mal, nicht sehr angenehme Lebensumstände. Da war es kälter nachts oder heißer am Tag oder die hatten Überflutungen und mussten körperlich viel arbeiten. Aber das bedeutet nicht, dass sie den Stress hatten, den wir heute haben, sondern der Körper ist ja so angelegt, wenn du körperlich viel arbeitest, tust du ja, dass die Stresshormone abbauen. Ja, also nur wenn wir heute Stress haben und in unserem Sessel sitzen, dann bauen wir das Stresshormon nicht mehr ab und dann passieren eben diese ganzen Schäden, die Zellschäden, und es geht eben ewig weiter. Und das, was ich eben möchte, ist, die Leute zu inspirieren, wieder zurückzukehren zu ihrer Anbindung, zu ihrer inneren Weisheit, zu dem, was wir alle eigentlich wissen. Also was auch letztlich implementiert oder impliziert, dass Menschen, die ihre eigenen Experten sein können, durchaus. Ja, also wir sind nicht die dummen Geschöpfe, die nur durch Expertenwissen Bildung erreichen, sondern aus meiner heutigen Perspektive gibt es mehr als die Wahrheit, die uns auf geistiger Ebene vermittelt wird, also die Gedanken, die uns gegeben werden, in Form von Büchern oder Vorträgen, sondern es gibt wirklich die innere Weisheit,
Und die geht über die Gedanken hinaus. Also auch über Programmierungen, weil Gedanken können wir programmieren. Also das hat ja auch schon Dr. Bruce Lipton erklärt. Ne? Also wenn wir ein bisschen tiefer gehen in die Epigenetik, in die Quantenphysik, dann kommen wir eben genau dahin, was lange Zeit als spirituell und esoterisch abgetan wurde. Aber das ist inzwischen auch durch Quantenphysiker erklärt. Also das Wissen gibt es ja. Es wird nur zu wenig aus meiner Perspektive kommuniziert, dass die breite Masse es noch nicht weiß. Aber es ist da. Seit über 100 Jahren ist das Wissen da. Und wir dürfen wieder darauf zugreifen lernen. Ja, genau. Und dem auch zu vertrauen, so dieser inneren Weisheit. Genau. Und ich versuche, also ich sehe mich eher als Erinnerer. Also inspirieren und erinnern. Also, und dann ist man auch kein dogmatischer Lehrer. Also dann kann man auch akzeptieren, dass es individuelle Wege gibt und jeder seinen eigenen Weg hat. Was ich eben auch an manchen Ernährungsformen oder Lehren nicht so mag, dass sie sehr dogmatisch sind. Also braucht man nur in die vegane Szene reingucken. Da gibt es so viele verschiedene vegane Ernährungsmodelle. Und ja, die einen sagen, nö, meine ist richtig. Und dann gibt es noch in der Rohkosternährung so viele verschiedene Herangehensweisen, wo der eine sagt, nö, das ist nicht richtig und das ist nicht. Und genau das sollte eigentlich schon zeigen, es gibt nicht die eine Wahrheit, die für alle gilt, sondern es gibt Inspiration und die muss jeder Einzelne mit seiner inneren Weisheit sozusagen abgleichen und für sich selber das Richtige finden. Und für dich ist es jetzt eben nur einmal am Tag eine Nahrung zu sich nehmen, aus extrem nährstoffhaltigen Lebensmitteln. Und für andere ist es, ich mache intermittierendes Fasten. Und für andere ist es, ich nehme Paleo und die anderen nehmen vegan und die anderen rohköstlich oder was auch immer. Also, und ja, also ich wünsche mir einfach eine offenere Herangehensweise, eine, ja. Ja, einen offenen Diskurs, aber nicht nur in der Ernährung, sondern auch in vielen anderen Themen. Das, also einen offenen Diskurs, einen freigeistigen Diskurs über alle Dinge, wo wirklich alles beleuchtet wird, das fehlt mir total. In verschiedenen Bereichen, das ist nicht nur die Ernährung. Also ich bin da voll bei dir mit deinen Worten. Lieben Dank, liebe Karin. Du hast auch hinter dir deine Bücher stehen, Naschen erlaubt. Da hast du Rezepte dabei, wie man eben gesund naschen kann mit alternativen Süßungsmitteln und dann noch ganzheitlich gesunde Zähne. Also für alle, die sich für die Bücher interessieren, ich verlinke die unten. Du hast ja auch ein neues Buch, Die Sprache der Zähne, aber erstmal nur in PDF-Form. Ne? Das neue Buch, hast du gesagt, kommt im Herbst oder so. Also ich werde aber das... Ja. Genau, es kann Herbst oder Winter werden. Das hat jetzt ein bisschen was auch mit Corona und den ganzen Umständen zu tun. Ne? Aber ich verlinke auf alle Fälle die zwei Bücher und die PDF unter dem Video für die Menschen, die sich jetzt inspiriert fühlen, da mal mehr darüber zu erfahren, über deine grundsätzliche Betrachtungsweise. Du hast auch schon auf deine Zahnpulver gezeigt, also zum Beispiel dieses Kinderzahnpulver verwenden meine Jungs. Und die lieben es, also die beste Zahnpflege. Wir hatten ja auch lange Jahre selber gemacht, aber eben aus Kokosöl und Xylit, aber dieses Kinderzahnpulver, dieser besondere Geschmack, und Ackerschachtelhalm ist ja auch drin, ist auch so ein wunderbares Wildkraut, das finde ich so genial. Also ich werde auch mal die Zahnpulver verlinken und was du ja gar nicht hinten stehen hast, das möchte ich zum Schluss noch erwähnen, die Zahnkristalle. Ja, genau. Wunderbar für Kinder, ne? Wunderbar für Kinder. Also da gibt es jetzt eine neue Sorte. Orange. Ist auch zum Beispiel für Leute, die eben gerade Probleme mit Karies haben, also auch vielleicht die Rohköster, die Probleme haben mit freiliegenden Zahnhälsen und Karies, ist es sehr gut, weil Xylit, also der Birkenzucker, der die Basis von diesen Zahnkristallen ist, der rottet nicht nur die spezifischen Kariesbakterien in der Mundhöhle aus und fördert das gesunde Mikrobiom, also das Gleichgewicht, sondern Xylit hat noch viele, viele andere Aufgaben, nämlich unter anderem den pH-Wert wieder zu normalisieren. Und das ist eben gerade für Menschen, die damit ein Problem haben, mit einem sauren Speichel, ist es zum Beispiel eine super Sache. Und da gibt es verschiedene Sorten. Pur, Zitrone, Eukalyptus und jetzt ganz neu Orange. Also die haben wir jetzt das erste Mal getestet. Und die schmecken so ähnlich wie in dem 2. Ja, genau. Und es ist eigentlich nur Xylit und dieses ätherische Öl. Also meine Kinder verwenden, seitdem es eigentlich diese
Zahnkristalle bei Lebenskraft Pro gibt, gibt es nach dem Zähneputzen, also es ersetzt ja auch nicht die Zahnpflege, ne? Aber nach dem Zähneputzen gibt es ein Zahnkristall. Und das ist so schön. Das ist ja so ein bisschen so eine Technik, dass das 10 Minuten im Mund bleibt ungefähr, bis sich der Zahnkristall auflöst. Und dann ist aber der Speicher benötigt die Zeit, um eben basisch zu werden. So habe ich das verstanden, oder? Ne? So, das ist genau die Zeit, das wurde so ausgesprochen. Also das Xylit hat, also es gibt da Untersuchungen dazu, wann hat Xylit seine höchste Wirksamkeit. Und zwar einfach, also da geht es eben um die Kariesbakterienreduktion. Das ist ein sehr effektives Mittel, um Kariesbakterien in einer überschaubaren Zeit aus der Mundhöhle zu verscheuchen, aber natürlich in Kombination mit einer Ernährungslenkung, deshalb auch Naschen erlaubt. Das ist eigentlich ein Buch, was hilft, die Ernährung zu lenken, was einem hilft über die ersten Wochen und Monate, weil beim Zuckerkonsum kommt ja noch was dazu. Es wirkt ja eigentlich wie eine Droge. Also man kann süchtig werden von Zucker. Also im Gehirn gibt es da Mechanismen, die eben dazu führen, dass man immer wieder Zucker zu sich nehmen möchte. Und da rauszukommen, das ist nicht so einfach. Und da habe ich eine Methode entwickelt, die steht in dem Naschen erlaubt, neben vielen Rezepten, die dann eben einfach umgesetzt werden können. Ich habe die beiden Bücher hier auch. Ja, genau. Und definitiv. Ja, also mein Ansatz ist eben zu unterstützen und praktische Anleitungen zu liefern und zu helfen und zu inspirieren. Also nicht zu sagen, du musst es so und so und so machen, sondern hier hast du einen bunten Blumenstrauß und schau mal, was für dich passt. Und manche beginnen eben diese holistische Reise über das Ergründen der geistig-seelischen Themen hinter den Symptomen. Andere fangen über die Ernährung an. Aber am Ende, was ich immer erlebe, ist, dass alle irgendwie am Ende auf Körper-, Geist- und Seelenebene das große Ganze zusammenbauen. Und dann kann man tatsächlich auch Dinge erleben, die man nicht für möglich hält. Also so Sachen, die man in der Schulmedizin als Spontanremissionen erklärt und keine Erklärung dafür hat und sagt, ja, das kommt halt vor, Spontanremission, also spontane Heilung. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass bestimmte Dinge einfach gelöst wurden und dann das heilen kann. Ja. Wunderschön, liebe Karin, ich danke dir ganz sehr für dieses Interview, dass du wieder dein Wissen mit uns geteilt hast. Lieben herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Da geht es über die Sprache der Zähne, auch ein hochspannendes Thema. Ich habe mich schon ein bisschen in dein Buch eingelesen. Freue ich mich dann wirklich. Also fantastisch. Also ich bin begeistert, was ich bis jetzt gelesen habe. Und es ist ein wichtiges Thema, was gern unter die Menschen darf. Ne? Menschen dürfen sich da gern inspiriert fühlen. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos und ja, wir sind jetzt natürlich gespannt, was haltet ihr von dieser Thematik, die wir jetzt hier angesprochen haben, auch die Ausführungen von Karin oder seid ihr selber rohköstlich unterwegs, esst ihr viele Früchte, ihr könnt auch gerne Erfahrungen unter diesem Video lassen, also kommentiert gern, ich freue mich immer über regen Austausch, eure Erfahrungen mit der Rohkosternährung oder eben der getreidelastigen, zuckerlastigen Ernährung und Zähne, es gibt ja auch manche, die ernähren sich so, aber die haben trotzdem gesunde Zähne, ne? Das, siehst du, also man kann gar nicht sagen, es ist immer nur die Ernährung, obwohl es bei vielen so ist. Da spielen immer noch andere Dinge mit rein. Die hast du ja jetzt hier auch gut angesprochen. Und ja, ich freue mich einfach über den regen Austausch. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Woche und ganz liebe Grüße und dir nochmal herzlichen Dank, liebe Karin. Danke dir.